So, du fällst hier weiter Bäume mal. Dann kannst du dich ruhig ausruhen. Wie stehen die eigentlich, die zwei zueinander? Pinacolada sind mit den Papagaios befreundet. Und die Papagaios sind mit den Pinacolada befreundet. Und wir sind auch mit beiden befreundet, ja. Bisschen freundlich gesinnt, du bist ihm freundlich gesinnt. Und du lagerst Lehmklumpen in der Töpferei ein. Gut, das heißt, du kannst bald töpfern. Noch immer kein Platz für ein Haus. Hau mal bitte den Baum weg. Yay, und unsere Bäckerei ist fertig. Das heißt, wenn Col erwachsen ist, so weit weg müsste ich das errichten. Ja. Na gut, dann machen wir die Bäume da unten auch noch weg. Ach ja, Möbelschreiner. Perfekt. Passt dahin. So, mal kurz gucken. Gebäude im Bau. 1, 2, 4. Ach ja, das, die zwei Zweifamilienhäuser. Der Steinmetz. Ja. Okay. Das heißt, zack, hier unten auch mal alles weg. Oh, und dich kann ich ja auch schon mal hier einquartieren. Und du könntest trainiert werden. Ach ja, Bjarni. Du fang bitte schon mal mit Backen an. Ich hoffe, du nimmst erstmal das Mehl aus dem Hauptlager. Na gut, dann kommt hier noch ein Zweifamilienhaus hin. Da ist es für unseren Müller kürzer, das Hauptlager zu beliefern, als den Bäcker zu beliefern. Oh ja, du kannst da mal Schuhe herstellen. Merke ich gerade, weil du schmeißt die Nahrung zum Fenster raus.
So, dann errichte mal hier einen Wegweiser. So, das Familienhaus ist auch fertig. Yay. Ich könnte vielleicht hier noch irgendwann eine Bäckerei hinbauen. Wenn hier oben genug Holz weg ist. Die beiden sind zu weit auseinander. Das heißt, ich muss hier noch einen dazwischen setzen. Gut, dann ist das erste Straßen, also erste Wegnetz zu denen gelegt. Dann muss ich noch das zu den anderen Indianern legen. Und dann haben wir auch schon die ganze Insel erkundet und brauchen den Kundschafter nicht mehr. Das ist die Frage, werden wir wahrscheinlich den zweiten Farmer aus ihm machen. Oh, du bist erfahren und kannst trainiert werden. Mit wem bist du verheiratet? Ja. Okay, gut. Du müsstest bald erwachsen werden. Ja, du bist erwachsen, das heißt, du ziehst da ein und arbeitest als Träger in der Bäckerei. Träger haben wir leider nicht als Meisterberuf. Und ich würde sagen, wir können jetzt mal die Geschwindigkeit hochstellen. Hey, wir haben doch einen Baumstamm da verloren. Werkzeugschreinerei steht schon eine Weile leer. Na, ist nicht so schlimm. So, du wirst dann gleich Töpfer. Ach ja. So. Dann machen wir mal einfach hier dazwischen. Hat Schuster erfunden. Und ist jetzt erfahren und kann trainiert werden. Gut. Machen wir weiter noch ein paar Schuhe. Eine Hungersnot bahnt sich an. What? Glaube ich eigentlich fast nicht. Ja, die meisten Häuser haben Nahrung. Das Fischerzelt können wir jetzt abreißen. Das Zweifamilienhaus wurde fertiggestellt.
Dich muss ich mal dann zu Bärensträuchern da drüben schicken. Oder zu denen da oben. Ich glaube zu denen da oben. Die sind näher. Ja, will. Ja. So, Möbelwerkstatt ist auch fertig. Jetzt gucken wir erstmal, dass die Grundversorgung steht, bevor wir die weiteren... Ja, ich weiß, dass du hungrig bist. Deswegen will ich dir ja dich jetzt den Bärenbüschen da oben schicken. Du ziehst bitte dahin um. Du gehst endlich was essen. Oh ja, es kommt Nahrung rein. Ja, wir sind auf 25 runter, aber das ist halb so wild. Ich könnte hier noch eine Bäckerei hinbauen. Das wäre ideal eigentlich. Sobald das Holz und das Leder da weg sind. Wobei das eine Holz und das Leder da... Darauf können wir auch verzichten. So, Bäcker und Töpfer sind erfunden worden. Steinmetz ist auch fertig. Das heißt, wenn du genug... Den Lehm da verarbeitet hast zu Geschirr. Dann. Können wir dich zum Steinmetz erstmal machen? So. Du isst da noch. Jetzt gehst du dorthin. Da musst du hier unten noch ein bisschen Freiraum machen. Neben der Schule für noch ein Zweifamilienhaus. Du kriegst einen Sohn. Du kriegst einen Sohn und du kriegst eine Tochter. Wir brauchen einen Jäger. Und einen Holzfäller auf jeden Fall. Ah, du errichtest erstmal hier oben dem Vorratszelt. Und dann hier dazwischen. Ja, das ist doch schön viel Nahrung. Oh, okay, du zapfst jetzt schon die Vorräte an. Das heißt, du wirst jetzt Steinmetz.